Hallo und herzlich willkommen heute mal im dunklen Walde ohne störende Sonnenstrahlen. Dafür ist halt Duscht, ne? So, aber das macht nichts, weil ich bin wieder was gefragt worden, beziehungsweise würde das mal als Frage interpretieren wollen. Ich glaube, es ist auch mit einem Fragezeichen formuliert gewesen. Genau, ein Wortlaut habe ich wieder nicht im Kopf. Wenn ich dazu den Kommentar noch finde, dann blende ich ihn euch gerne ein. Aber im Wesentlichen geht es eigentlich um die häufige Frage, die in dieser oder anderer Art und Weise wirklich sehr, sehr oft aufkommt und immer mal wieder in den Kommentaren steht. Wenn Naturschutzgebiet doch bedeutet, dass man da die Natur nicht stören soll. Warum darf dann da weiter Forstwirtschaft betrieben werden? Warum werden da Schneisen in den Wald geschlagen und Bäume gefällt? So, und das ist tatsächlich was sehr viel diskutiert wird. Jetzt nicht nur im Internet, sondern eben auch durchaus auch in der Fachwelt sehr häufig diskutiert wird und sehr häufig vor Ort bei den jeweiligen Behörden, die dafür zuständig sind, da Dinge zu entscheiden, diskutiert wird. Der Förster streitet mit, der Naturschutzbehörde streitet mit, der Waldbesitzer streitet mit und alle sind sich relativ uneins, wie da jetzt nun genau verfahren werden soll. Also heiter Einigkeit gibt es da eigentlich so gut wie nie. Und es ist schon zu Recht ein durchaus kontroverses Thema. Grundsätzlich ist es ja so, dass wir uns erstmal klar machen müssen, wofür ist ein Naturschutzgebiet eigentlich da. Und dafür werde ich einmal kurz, mal schnell das Gesetz fragen, wofür denn ein Naturschutzgebiet da ist. Sekunde, muss kurz googeln. Jo, und da steht im Paragraph 23 Bundesnaturschutzgesetz folgendes, Abschnitt 1 bzw. Absatz 1, Naturschutzgebiete sind rechtsverbindlich festgesetzte Gebiete, in denen ein besonderer Schutz von Natur und Landschaft in ihrer Ganzheit oder in einzelnen Teilen erforderlich ist. Und zwar erstens zur Erhaltung, Entwicklung oder Wiederherstellung von Lebensstätten, Biotopen oder Lebensgemeinschaften bestimmter wildlebender Tier- und Pflanzenarten. Zweitens aus wissenschaftlichen, naturgeschichtlichen oder landeskundlichen Gründen oder drittens wegen ihrer Seltenheit, besonderer Eigenart oder hervorragender Schönheit. So, das müssen wir jetzt erstmal im Einzelnen ein bisschen kurz durchkauen. Zunächst mal der besondere Schutz von Natur und Landschaft in ihrer Ganzheit oder einzelnen Teilen. Das ist wichtig, ja, weil haben wir es mit einem Naturschutzgebiet zu tun, dass die Natur in ihrer Gesamtheit, Ganzheit schützt. Da müssen wir nicht weiter diskutieren, dann handelt es sich nämlich um ein Totalhabitat bzw. Totalreservat oder wie auch immer man das dann jeweils nennt, aber jedenfalls 100% Schutz der Gesamtnatur. Das schließt sämtliche Nutzung aus. Normalerweise. Ganz selten gibt es da dann noch kleinere Sonderfälle, dass dann doch noch irgendwie was passieren darf. Aber insbesondere bei Waldnaturschutzgebieten, nicht jedes Naturschutzgebiet ist ein Waldnaturschutzgebiet, bedeutet ein solcher vollständiger Schutz dann auch, dass keine forstwirtschaftliche Nutzung stattfinden darf. Und dann haben wir es, ja, da müssen wir nicht weiter diskutieren. Dann wird man in so einem Schutzgebiet im Regelfall, auch da würde ich nicht behaupten, dass es da nicht schon mal ein schwarzes Schaf gegeben hätte, aber im Regelfall wird man da, heißt in 99,9% der Fälle, keine Spuren von forstwirtschaftlicher Arbeit finden, außer dass Wege freigehalten werden und hin und wieder vielleicht auch mal ein Ast, der über dem Weg hängt, weggeschnitten wird, um eben eine Gefahr für Spaziergänger, Naturbesucher zu reduzieren. Das kann passieren, ne? Also das wäre dann eben die Natur in der Ganzheit geschützt. Das ist aber eher selten der Fall und tatsächlich gibt es doch, nachdem ich mich jetzt noch mal intensiver mit beschäftigt habe, anders als ich meistens bisher gesagt habe, und da möchte ich mich auch gerne für entschuldigen, das war eine Fehlinformation, auch in Naturschutzgebieten häufiger, wenn sie groß sind, eine Zonierung. Dass also auch ein Naturschutzgebiet in Kernzone und Nicht-Kernzone unterteilt sein kann, wie gesagt, wenn sie groß sind. Kleine nicht, kleine bestehen nur aus Kernzone quasi, beziehungsweise da wird nicht weiter unterschieden zwischen einer Kern- und einer Nicht-Kernzone, aber bei Großen gibt es das. Und da kann es dann mal sein, dass zum Beispiel das Betreten bzw. das Verlassen der Wege in der Nicht-Kernzone noch erlaubt ist und erst in der Kernzone nicht mehr gestattet ist. Das Gleiche gilt dann auch für eine forstwirtschaftliche Tätigkeit, die in der Nicht-Kernzone, wie auch immer die dann heißt,
Entwicklungszone, Managementzone, was auch immer, das kommt, diesen Begriffe aus dem Nationalpark. Ich habe zu Naturschutzgebieten wirklich nur gefunden, dass es eine Kernzone und eine Nicht-Kernzone gibt, die keinen speziellen Namen hat. Ja, also da wird dann auch weiterhin eine forstwirtschaftliche Nutzung mit Einschränkungen möglich sein. Ja, also das nur mal kurz vorweg. Aber haben wir einen solchen vollständigen Schutz? Will man nicht lange darüber diskutieren, dann ist klar, wenn ihr da jemanden findet, der da einen Baum fällt, dann ist das nicht in Ordnung, vorsichtig ausgedrückt, ja, beziehungsweise strafbar. So, also in ihrer Ganzheit geschützt oder in einzelnen Teilen. So, und das ist jetzt der Knackpunkt, auf den wir nachher noch zu sprechen kommen werden, wenn nämlich in unserem Naturschutzgebiet gar nicht die Natur als Gesamtheit geschützt ist, sondern zum Beispiel nur eine, der Grund für das Naturschutzgebiet eine Amphibienpopulation in irgendeinem Tümpel ist, dann sind im Grunde nur Maßnahmen zu unterlassen, die den Schutzzweck gefährden. Und wenn der Schutzzweck, der Erhalt der Amphibienpopulation in dem Tümpel ist, dann kann man um den Tümpel drumherum alles Mögliche noch treiben, ohne die Amphibien im Tümpel zu gefährden, sofern man das zu einer Jahreszeit tut, bei der man sich sicher sein kann, dass die Amphibien sich auch im Tümpel befinden. Zum Beispiel im Winter zum Überwintern, wenn das welche sind, die unter Wasser überwintern. Das muss ja nicht zwingend so sein. Ne? Also nur so mal als Beispiel. So, aber jetzt nochmal zurück zum ersten Absatz. Zur Erhaltung, Entwicklung oder Wiederherstellung von Lebensstätten, Biotopen oder Lebensgemeinschaften bestimmter wildlebender Tier- und Pflanzenarten. Das ist schon ein Unterschied. Zur Erhaltung ist heutzutage manchmal umstritten, weil Natur bedeutet Wandel. Und wenn man etwas zwingend erhalten möchte, einen Zustand beibehalten will, arbeitet man grundsätzlich immer ein Stück weit gegen die Natur, weil sich ein Zustand immer ändern wird. Daher ist dieser klassische Naturschutzgedanke des Erhalts des Status quo bisschen überholt, ja, und wird immer mehr in Frage gestellt, ob man das überhaupt tun sollte. Jetzt gibt es natürlich mehrere Formen von Erhaltung. Will man eine vom Aussterben bedrohte super knappe Population gerade noch von irgendwas, gerade noch so erhalten, dass sie überhaupt noch lebensfähig und weiter existenzfähig ist, dann ist so eine Erhaltung in den meisten Fällen sicherlich eine ganz gute Sache. Aber auch da muss man sich wirklich fragen, braucht es das? Ja? Muss es sein, dass hier Art XY jetzt halt eben nicht ausstirbt? Prominentes Beispiel, Auerhahn. Ja, den Auerhahn, jeder liebt ihn, ich auch, keine Frage. Aber braucht den unbedingt noch in Deutschland? Der ist nämlich weltweit eben nicht gefährdet. Und die deutsche Population, die immer kleiner wird, stellt lediglich den Rand seines Verbreitungsgebiets dar und Populationsschwankungen am Rande des natürlichen Verbreitungsgebiets, die sind ziemlich normal und die hat es immer gegeben und wird es auch immer geben. Daher sind das so Sachen, die viel diskutiert werden. Nicht falsch verstehen, ich liebe den Auerhahn auch, toller Vogel. Ganz klasse, gar keine Frage. Und ich würde ihn gerne, gerne, gerne behalten bei uns in Deutschland. Ja? Aber es wird diskutiert. Das war also Erhaltung. Entwicklung, nächster Punkt. Entwicklung bedeutet, dass dafür oft, nicht immer, aber oft auch gewisse Eingriffe notwendig sind. Wenn man nämlich zum Beispiel die Waldentwicklung hin zu einer natürlicheren Struktur haben möchte und startet beim Fichtenwald, beim Fichtenforst sozusagen, ja, Fichtenreinbestand, dann dauert das 500, 600 Jahre bis daraus oder zumindest mindestens 400 Jahre bis daraus wieder eine natürliche Waldentwicklung bzw. eine komplett natürliche Bestockung, bei der ein menschliches Eingreifen nicht mehr erkennbar ist, geworden ist. Das lässt sich massiv beschleunigen, indem man da eben diese Entwicklung fördert, managt. Hm? An der Stelle ist es ein guter Punkt, um kurz zu erwähnen, wo ist denn ein Naturschutzgebiet eigentlich in der internationalen Schutzgebietskategorisierung einzuordnen? Auf Punkt 4, 4 von 6. 1 ist Wildnis, beziehungsweise Urwald, Urnatur, völlig ungestört vom Menschen, die letzten Gebiete, die es davon noch gibt. 2, der Nationalpark, wo Touristen rein dürfen, aber trotzdem starke Restriktionen herrschen. 3 sind kleinräumige Landschaftsbestandteile, die besonders geschützt sind. Das spielt eigentlich keine große Rolle, das steht da halt so drin. Und bei 4 kommen wir dann ins Naturschutzgebiet nach deutscher Art. Also sprich, ein gemanagtes Teile der Biosphäre sind geschützt Gebiet,
Ja? Es handelt sich nie bei einem klassischen Naturschutzgebiet um ein 100% alles geschützt. Gebiet. Das ist nie der Fall. Es gibt immer noch ein gewisses Maß an menschlichem Eingriff und ein gewisses Maß an Management. Das fällt einem häufig nicht auf und man ignoriert das auch immer mal wieder gerne. Auch ich im einigermaßen häufig stattfindenden Gebrauch des Wortes Naturschutzgebiet. Und da habe ich also auch schon in der Kommunikation Fehler gemacht. Das gebe ich gerne zu. Also Naturschutzgebiet ist nicht Urnatur. Sie ist nah dran. Und wir versuchen da Fehler der Vergangenheit zum Teil auszubügeln. Wir haben da seltene Sachen, die den Schutz bedürfen. Das ist alles so. Aber so richtige Urnatur ist es nie. Und es findet immer ein gewisses Maß an Management, wie gesagt, statt. Ja, und das ist eben der Punkt Entwicklung bzw. Wiederherstellung. Und Wiederherstellung wäre jetzt so klassischerweise Tagebau-Renaturierungsgebiete, die zum Naturschutzgebiet erklärt werden, damit sich das dann alles dann auch ein Stück weit von alleine, ein Stück weit gemanagt wiederherstellen kann und daraus was Schönes Neues entstehen kann, wo vorher eben ein großer Krater in der Mondlandschaft gewesen ist. Ne? Das ist so ein berühmtes Beispiel, sicherlich jeder von uns schon mal irgendwo mindestens in den Medien gesehen, wenn nicht schon selber vor Ort gewesen. So. Also wichtig, Erhaltung, Entwicklung oder Wiederherstellung von Lebensstätten, Biotopen oder Lebensgemeinschaften. Und das ist jetzt auch nochmal wichtig, Lebensstätten wäre der Tümpel. Ja? Da ist das Naturschutzgebiet dafür da, um diesen konkreten Tümpel zu schützen. Um den Tümpel drumherum ist auch noch Naturschutzgebiet, damit da eine gewisse Pufferzone unter dem Tümpel entsteht. Aber zum Beispiel einen Baum zu fällen, hätte jetzt für den Zustand des Tümpels im Regelfall keine großen Auswirkungen. Ein Baum, den ganzen Wald schon, ja, aber ein ausgewählter Baum, wohl überlegt, welcher das sein könnte, wohl überlegt, vorher abgesprochen vom Naturschutz und vom Forst, ob man den denn fällen kann oder ob dadurch der Tümpel gefährdet wird. Und wenn dann alle Beteiligten der Meinung sind, nee, das geht schon, dann kann der auch gefällt werden. Das muss einem nicht gefallen, jetzt als Waldbesucher, ne? als Naturfreund. Muss einem wirklich nicht gefallen, aber rechtlich ist das so. Ja? Und es ist dann meistens ebenfalls so, meistens klappt auch nicht immer, wo immer Menschen tätig sind, klappt selten alles immer. Aber das muss ich niemandem erzählen, der älter als 12 ist. Ne? Gut, jedenfalls, das sind eben Lebensstätten. Dann Biotope, das ist ein bisschen... Nochmal andersrum. Lebensstätten wäre konkret die eine Spechthöhle im Baum. Das wäre eine Lebensstätte. Oder die eine Fuchshöhle oder die eine Wolfshöhle meinetwegen. Der eine Dachsbau. Irgendwie sowas. Das ist dann wahrscheinlich in diesem Wortlaut als Lebensstätte zu interpretieren. Ein Biotop ist dann der Tümpel. Ja, weil da wohnt ja nicht nur unsere Amphibie drin, sondern auch diverse andere Sachen. Und Lebensgemeinschaften, das sind dann schon Kleinstökosysteme, bei denen also viele verschiedene Lebewesen zusammenwirken und zusammen ihr Ökosystem gemeinsam prägen. So würde ich das zumindest interpretieren. Tatsächlich ist das nicht genau geklärt, was diese Begriffe exakt im Einzelnen bedeuten sollen. Da ist also auch ein gewisser Spielraum dazwischen und das ist nicht wissenschaftlich konkret genau definiert. Ja? Und das Ganze eben von wildlebenden Tieren und Pflanzenarten. Lustigerweise fehlen hier noch die Pilze. Die hat man damals noch nicht als wichtig genug erachtet, um sie extra explizit zu erwähnen, weil Pilze sind ja weder Tier noch Pflanze. Sie zählen aber im Sinne dieses Gesetzes zu den Pflanzen, auch wenn das biologisch gesehen Quatsch ist, und sind damit auch geschützt. Also auch super tolle Pilze stehen unter Naturschutz im Naturschutzgebiet und können auch ein Naturschutzgebiet begründen. Das ist zum Beispiel bei der Schwefelflechte so. Das ist eine besonders seltene, bei uns seltene Flechte, die, wenn sie dann vorkommt, häufig auch schon Grund genug ist, um zu sagen, oh, hier machen wir Naturschutzgebiet. Zweitens, aus wissenschaftlichen, naturgeschichtlichen oder landeskundlichen Gründen. Besonderes Beispiel für zum Beispiel landeskundliche Gründe sind die Grinden im Nordschwarzwald. Das sind ehemalige Weideflächen, die natürlich auch viele Orchideen und viele Schmetterlinge und viele andere tolle Tierchen aufweisen und so weiter. Aber das sind Weideflächen. Das war nie was anderes seit dem Mittelalter unter Beweidung. Naturlandschaft kann man das nicht nennen. Das ist eine historische Kulturlandschaft, die durch ihre lange Art und Weise der Aufrechterhaltung eine hohe Biodiversität aufweist, aber trotzdem eine Kulturlandschaft. Ja? Trotzdem ist sowas im Rahmen vom Naturschutzgesetz, Bundesnaturschutzgesetz, im Rahmen der Naturschutzgebiete als ein solches ausweisbar.
naturgeschichtliche Gründe, ähnlicher Grund wie landeskundliche und wissenschaftlich. Das würde bedeuten, hier haben wir es mit irgendwas zu tun, was für die Forschung von riesengroßem Interesse ist, auch wenn es jetzt weder besonders selten noch besonders schön noch besonders hübsch ist, aber hier jetzt konkret wirklich zu Forschungszwecken unbedingt nötig. Ich kenne kein Beispiel, wo es ein Naturschutzgebiet nur aus wissenschaftlichen Gründen gibt, wäre mir neu. Ja? Aber theoretisch ist das möglich. So, drittens, wegen ihrer Seltenheit, besonderen Eigenart oder hervorragenden Schönheit. Bei Seltenheit ist klar, ist was so selten, dass es das kaum irgendwo gibt. Dann kannst du es ruckizucki als Naturschutzgebiet deklarieren. Das wäre zum Beispiel bei Pflaumeichenwäldern so. Die Pflaumeiche ist unsere dritte heimische Eichenart, neben Trauben- und Stieleiche. Die ist wahnsinnig selten und kommt wirklich nur auf kleinen Reliktstandorten vor. Insbesondere die natürlichen Vorkommen, die es von der Pflaumeiche noch gibt. Allein die Tatsache, dass da Pflaumeiche steht, weil die so furchtbar selten ist, und eine Eiche, ja, also wirklich ein Baum, zu dem wir auch eine Beziehung haben, und man sicherlich auch von hervorragender Schönheit dieser Wälder sprechen kann. Das liegt natürlich immer im Auge des Betrachters, aber das reicht vollkommen aus. Eigenart, mindestens die Eigenart ist gegeben, um sowas zum Beispiel sofort zum Naturschutzgebiet zu erklären. Passiert meistens, passiert nicht immer. Es gibt noch ein paar Flecken, die hat man bisher übersehen. Wir dürfen ja auch nicht vergessen, es gibt in Deutschland einige Flächen, die potenziell von den Anforderungen her, von dem, was ich jetzt vorgelesen habe, geeignet wäre, Naturschutzgebiet zu sein, sind es aber trotzdem nicht, weil einfach nie jemand den Antrag gestellt hat. Bei manchen dieser Flächen ist das auch vollkommen gut und richtig so, weil sie vom Naturschutzgebiet-Charakter eher leiden als profitieren würden. Ist es nämlich ein Gebiet, meine Meinung, persönliche Meinung, ja, wichtig. Ist es nämlich ein Gebiet, das so unbekannt ist, dass keine Sau weiß, dass es da irgendwas von besonderer Eigenart, Schönheit und so weiter und so fort gibt, und dass keine Sau weiß, dass da meinetwegen der Uhu brütet und die Waldohreule und der Schwarzspecht und etc. pp. Ja? Und einfach so wenig Leute da vorbeikommen, dass einem das vollkommen schnurz sein kann, dass, ob das jetzt einen Schutzstatus hat oder nicht, sobald es den Viechern da trotzdem gut geht und so weiter. Dann ist nicht damit geholfen, da jetzt zwingend einen Schutzstatus drauf zu packen. Wird das allerdings bekannt, dass es da wunderschöne, besonders tolle, seltene Natur gibt, und irgendein Dödel postet das noch auf YouTube und Instagram und was weiß ich wo, TikTok, und jeder Depp rennt dann dahin, dann sollten wir es dringend zum Naturschutzgebiet erklären, damit wir die Leute, die dann dahin rennen und da Scheiße bauen, dann wenigstens auch schön bestrafen können. Ja, meiner Meinung nach dann durchaus sehr hilfreich. Die dahin rennen und Scheiße bauen, beides. Nicht nur die dahin rennen, das mag einer gewissen Logik folgen, insbesondere kann ich da schwer mit Steinen schmeißen, weil ich ja derjenige bin, der viele solche Gebiete kennt und da gerne hingeht und sich freut, dass es sonst niemand tut. Ja, aber würde ich nicht hingehen, wäre es dann noch einsamer und es wäre noch besser streng genommen, aber ich gehe natürlich trotzdem hin. Daher, man muss sich da immer ein bisschen an den eigenen Hut fassen, beziehungsweise man darf auch nicht vergessen, wenn man sich zum Beispiel sonntags in einem besonders schönen Waldgebiet, das touristisch sehr frequentiert ist, befindet und da ist es wunderschön, aber trotzdem rennen da 7.834.000 Leute rum und man regt sich über die auf, geht mir häufig so, dann darf man nicht vergessen, du bist auch einer davon. Ja? Du machst es nur schlimmer. Wärst du nicht da, wäre immerhin einer weniger da. Also bevor man sich da über alle anderen aufregt, man ist immer ein Teil des Problems. Darf man nicht vergessen. Ja? Sowieso wichtig in der Naturschutzdiskussion. So, und das haben wir jetzt geklärt, was ein Naturschutzgebiet ist, warum es da ist und wie es zustande kommt und welche Möglichkeiten es da gibt. Ja? So. Wie gesagt, ich habe das eingangs schon erwähnt, aber ich möchte es nochmal betonen. Haben wir es mit einem Totalhabitat zu tun? Also nichts darf man, gar nichts. Niemand darf irgendwas. Die Natur bleibt 100% sich selbst überlassen. Das gesamte System, das gesamte Waldsystem oder wenn es kein Wald ist, die gesamte Wiese oder was auch immer, wird 100% sich selbst überlassen. Da müssen wir nicht diskutieren, ob es da dann eine Nutzung drin gibt oder nicht. Ja, aber in allen anderen Fällen ist das dann halt eben sehr wohl diskutabel. So, zweitens, Absatz 2, alle Handlungen, die zu einer Zerstörung, Beschädigung oder Veränderung des Naturschutzgebietes oder seiner Bestandteile oder zu einer nachhaltigen Störung führen können, sind nach Maßgabe näherer Bestimmungen, wichtig, nach Maßgabe näherer Bestimmungen verboten. Soweit es der Schutzzweck erlaubt, können Naturschutzgebiete der Allgemeinheit zugänglich gemacht werden. So, und jetzt haben wir es hier, ne?
Also, alle Handlungen, die zu einer Zerstörung, das ist klar, ne? Wenn es weg ist, das wollen wir alle nicht. Beschädigung, dann ist es zumindest teilweise weg oder gefährdet, das wollen wir auch nicht. Oder Veränderung, und das ist ein Knackpunkt, über den man sich streiten kann, führen... oder Veränderung des Naturschutzgebiets oder seiner Bestandteile oder zu einer nachhaltigen Störung führen können, sind nach Maßgabe näherer Bestimmung verboten. So, also, Zerstörung ist klar, Beschädigung ist auch klar. Veränderung, darüber müssen wir reden. Eine Maßnahme, die zur Veränderung führt. Das ist auch eben noch so ein Ansatz aus dem alten konservierenden letztendlich Gedankengut, mit dem ursprünglich mal das Naturschutzgebiet gegründet worden ist, beziehungsweise man den Gedanken zu Naturschutzgebieten hatte. Man wollte die Natur an dieser Stelle letztendlich konservieren. Das ist der gute alte Käseglocken-Naturschutz. Es gibt Gelegenheiten, bei denen der nach wie vor noch aktuell ist, aber eben aus einem modernen ökologischen Verständnis. Ich habe es ja schon gesagt, Natur ist Wandel, konservieren. Konservierender Naturschutz ist out sozusagen. Der läuft langsam ab. Was man heutzutage betreibt, ist der Name des Ganzen ist Prozessschutz. Das heißt, man möchte jetzt ein Gebiet, wenn man schützt, dann schützt man die Prozesse, die dort natürlich ablaufen und den natürlich stattfindenden Wandel. Das ist auch das Prinzip, das so ziemlich jeder Nationalpark anwendet, dass die mit Prozessschutz und nicht mehr mit konservativem Naturschutz arbeiten. Das alte Naturschutzgebiet macht das zum Teil noch, weil das halt noch gesetzlich sofort festgeschrieben ist. Ich möchte jetzt auch nicht sagen, dass man in dieser Hinsicht das Gesetz ändern müsste. Das würde zu weit gehen. Man muss halt nur gucken, wie legt man das aus, und man muss das Ganze eben wissen. Weil es gibt, wie gesagt, eben auch Naturschutzgebiete, bei denen der Käseglocken-Naturschutz genau der richtige ist. Ja, das gibt es auch. Außerdem will man die Veränderung verhindern. Schließt das eben, und das ist jetzt wichtig, das Management zum Teil mit ein. Insbesondere bei Naturschutzgebieten wie einer Orchideenblühwiese, einem Magerrasen, einem Wacholderrasen, mageren Wacholderrasen. Diese Landschaftstypen sind wunderschön, sehr charakteristisch für Teile von Deutschland, generell für Deutschland sicherlich auch. Kulturzeuge der damaligen Bewirtschaftung der Landschaft. Zum Teil sind sie auch erstaunlich nachhaltig bewirtschaftbar und unbedingt wichtig, dass man diese erhält. Das möchte ich gar nicht in Zweifel ziehen. Aber hier muss bewirtschaftet werden, in Form von Schafe müssen da weiden, um den Punkt Veränderung zu verhindern. Also die Veränderung würde nämlich automatisch durch die Natur, nämlich Wiederbewaldung, natürliche Wiederbewaldung, würde stattfinden, wenn man eben nicht gegen die Veränderung vorgeht. Ja, und die Notwendigkeit, in Naturschutzgebieten überhaupt noch ein Management zu haben, ergibt sich aus dem Verbot der Veränderung der Naturschutzgebiete. Und diese ist nämlich ein natürlicher Prozess. Aber der soll nicht ablaufen, weil das hat man sich damals so ausgedacht. Viel diskutiertes Thema. Ja, ihr dürft mir gerne, falls ihr eine Meinung dazu habt, diese mitteilen, würde mich sehr interessieren. Also das meine ich jetzt vollkommen ernst. Ich sage ja jetzt längst nicht in jedem Video, schreibt was in die Kommentare, weil der Algorithmus freut sich. Das ist zwar auch so, aber bitte was Sinnvolles. es muss nicht. Es herrscht da überhaupt kein Zwang. Also das möchte ich nicht anfangen, dass ich in jedem Video sage, was ihr mir in die Kommentare schreiben sollt. Das fange ich garantiert nicht an. Ne? Und genauso wenig, wie ich um Daumen hoch bettel oder so ein Blödsinn. Oder Abos. So. Also, das wäre die Veränderung des Naturschutzgebietes oder seiner Bestandteile. Und da ist jetzt wieder eben der Knackpunkt, das haben wir ja eben schon geklärt. Bei Totalhabitaten, das Gesamtnaturschutzgebiet ist klar. Dann ist das gesamte Naturschutzgebiet gemeint. Und bei seinen Bestandteilen, da kommt es dann immer drauf an, was da jeweils geschützt ist. Wenn es eben nicht alle Bestandteile dem Schutz genießen, dann kann man dazwischen sehr wohl auch zerstören, beschädigen und so weiter. Ja, und dann wäre da noch der Punkt der nachhaltigen Störung. Die nachhaltige Störung soll auch unterbunden werden.
So, und da kommt jetzt das ins Spiel, was uns meistens betrifft als Waldbesucher, die wir da rumdackeln. Wenn nämlich ständig Leute durch das Naturschutzgebiet durchlaufen und man davon ausgehen darf, dass durch die Tatsache, dass es da schön ist und dass es alle wissen, immer mal wieder Leute da hinkommen, um da durchzulaufen, dann haben wir eben tatsächlich ein Stück weit eine nachhaltige Störung. Und jetzt kommt es darauf an, wie groß die ist, und das hängt immer maßgeblich davon ab, wo denn überall die Leute rumlatschen. Und wenn man jetzt eben die auf zentrale Wege beschränkt und sie von A nach B auf Weg C, B oder D durchlatschen, dann können sich sämtliche Lebewesen über die Jahrzehnte in diesem Naturschutzgebiet daran gewöhnen, dass halt eben an diesen Wegen die Leute durchlatschen, und dann ist gut und dann passiert da nicht viel. Wenn das allerdings nicht passiert, beziehungsweise die Leute außerdem noch im Naturschutzgebiet auf die Idee kommen, die Wege zu verlassen, dann kommt es halt zu ungewohnten Störungen von Flora und Fauna, auch nachhaltigen Störungen, wenn das regelmäßig passiert. Und je nachdem, wie empfindlich das ist, was sich im Naturschutzgebiet befindet, reicht halt eben eine kleine Störung schon aus. Akutes Beispiel bei mir aus der Ecke, mein Battertfelsen, wunderschönes Naturschutzgebiet und Bannwald, der heißt deswegen Felsen, weil er halt da Felswände hat. Wunderbare, schöne, steile Felswände werden gleichzeitig zum Klettern verwendet, wie auch zum Naturschutz. Das ist nicht immer ganz einfach, unter einen Hut zu bekommen. Wir wissen jedenfalls, dass dieses Jahr unsere Wanderfalken, die dort brüten wollen, würden, bereits ein Nest angelegt haben, bereits eine Kuhle zum Eierlegen angelegt haben und die Paarfindung erfolgreich stattgefunden hat. Das wird alles mittels Kameratechnik störungsfrei wunderbar beobachtet. Und man sich schon gefreut hat, dieses Jahr könnte es mal wieder klappen, endlich legen sie mal wieder Eier. Das passiert nämlich leider viel zu selten in den letzten Jahren. Ich weiß das auch erst seit Kurzem, dass es in den letzten Jahren da größere Schwierigkeiten beim Eierlegen gab. Unter anderem auch durch den enormen Besucherdruck, den Corona im Wald halt nun mal ausgelöst hat. Da waren wir alle von betroffen, da haben wir alle ein Stück weit sicherlich mitgemacht. Will jetzt auch niemandem da konkreten Vorwurf machen, außer denjenigen, die dann eben zu doof sind, ignorant genug sind, an dicken, fetten Sperrketten vorbei zu kraxeln, um unbedingt das letzte Eck, wo es auch nicht unbedingt viel schöner ist als woanders, auf dem Felsen noch erreichen zu wollen, obwohl da klipp und klar kommuniziert wird durch diverse Schilder, dass das den Wanderfalken nicht gut tut. Und tatsächlich ist der Wanderfalke so störungsempfindlich, dass der bei der kleinsten Störung auch schon abhaut von seinem Nest. Das ist ein ganz kleiner Falke, ne? Der kann sich gegen niemanden, so ziemlich niemanden wehren. Das ist auch ein ganz kleiner, schwacher Falke, kriegt auch nicht viel großes Viehzeug tot und haut wirklich sehr schnell von seinem Gelege ab. So, die Eier erfrieren innerhalb von kürzester Zeit, wenn niemand drauf sitzt und sie warm hält. Gleiches gilt für die Küken. Da reichen wirklich kurzfristige Störungen schon aus. Und wenn es sich eben nicht um eine kurzfristige Störung handelt, sondern um jemanden, der eine Stunde auf dem verbotenen Felskopf, der in diesem Fall jetzt dann gesperrt ist, hockt, dann ist das scheiße. Und dann stirbt an dieser Stelle halt der junge Wanderfalke. Und das ist insbesondere deswegen böse, weil bei diesem konkreten Felskopf, also im Prinzip eine Felssäule, auf die man da oben drauf stehen kann und eine tolle Aussicht hat, da handelt es sich um einen Ort, der hochgradig umstritten ist aus Sicht des Naturschutzes, ob man den nicht einfach komplett sperrt und vom Wegegebiet trennt. Und man hat sich darauf geeinigt, dass er saisonal nicht betreten werden darf, außerhalb der Brutzeit, aber eben schon. Normalerweise ein wunderbares Beispiel für einen hervorragenden Kompromiss, mit dem alle Beteiligten leben können sollten. Aber wenn es dann noch ein paar Idioten gibt, die dann trotzdem der Meinung sind, ich will aber dahin, und sich dann eben über diese Schutzvorbestimmung und die gute Kommunikation, dass es sich nur um eine temporäre Sperrung handelt, kommen sie im Winter zum Beispiel wieder oder im Spätsommer oder im Herbst oder im ganz frühen Frühjahr, irgendwie sowas. Ja, dann ist alles noch in Ordnung, dann können sie dann noch auf den Felsen, lediglich in der potenziellen Brutzeit, da dann halt nicht. Aber dass man sich das dann auch über dieses Verbot hinwegsetzen muss, das führt dann natürlich zu erstens Ausfällen bei der Brut der Wanderfalken und zweitens zu jede Menge Zorn seitens derjenigen, die sich brav immer schön an sämtliche Verbote in diesem Gebiet halten. Was auch mich betrifft, und ich wohne da eben dran, und ich würde da im Grunde super gerne auch mal nachts rumschleichen und mal gucken, was für Eulen denn da unterwegs sind.
mache ich aber nicht, weil auch ich würde die stören. Und ganz ehrlich, das dient auch nicht der Wissenschaft. Das würde ich dann nur für mich alleine machen und bestenfalls der Kamera erzählen, dass ich Eulen gesehen habe. Da hat niemand was von. Ja, daher werde ich mich hüten, da irgendwelchen Unsinn anzustellen. Aber das nur mal als ein Beispiel, dass eine kurzfristige Störung schon nachhaltig genug sein kann. Halbe Stunde, jemand, der innerhalb der Brutzeit auf diesem Felsen steht und da rumkrakeelt, Kinder dabei hat zum Beispiel oder selber rumkrakeelt oder gar ein Video aufnimmt und rumkrakeelt. Ja, hier so jemand wie ich. Ja, das reicht schon völlig, um die Brut dieses Jahres zu vernichten. Ja, und das ist bei einer bedrohten Tierart wie beim Wanderfalken durchaus ein Thema. Und warum ist der bedroht? Wegen uns. Ja, das gibt es keine natürlichen oder wenig natürliche Faktoren, die erklären können, warum der Wanderfalke überhaupt bedroht ist. Der ist einfach sehr störungsempfindlich. Und da haben wir es dann mit einer sogenannten nachhaltigen Störung zu tun. Ob jemand, der einfach so durch einen stinknormalen Wald läuft, eine Störung fürs Wild überhaupt darstellt, wird ja allein auch schon sehr viel diskutiert. Fragst du einen Jäger? Viele, nicht jeder, aber viele Jäger werden dann sagen, ja, irgendwo schon. Zumindest hat man das traditionell mal früher so gelernt. Fragst du einen moderneren Wildökologen, der meistens auch ein Jäger ist, dann wird der bestätigen, ja, es kommt drauf an. Und da gibt es außerdem zwei Lager. Und dann wird es kompliziert. Ja? Und ich persönlich bin der Meinung, dass man Fluchttieren ein gewisses Maß an Flucht durchaus zumuten kann, weil das nun mal ihrer Biologie entspricht, dass sie hin und wieder mal wegrennen müssen. Daher halte ich in einem normalen Wald das für nicht weiter dramatisch, die Wege zu verlassen und gegebenenfalls Wildtiere zu stören. Zumal es sich um Tiere handelt, die in keinster Weise in irgendeiner Art und Weise in ihrem Bestand bedroht sind. Nämlich die, die überall vorkommen. Da muss man sich also wirklich keine großen Gedanken zu machen, meiner Meinung nach. Auch wenn es da gegenteilige Meinungen auch geben mag. Ja, durchaus kein Thema, kann man auch mal, beziehungsweise haben wir schon an anderer Stelle diskutiert. Nur halt eben im Naturschutzgebiet, da geht es halt wirklich um Werden und Vergehen seltener Tierarten. Das ist so ein bisschen der Kasus Knacus. Und da kann ein regelmäßiges Verlassen der Wege, ein regelmäßiges Durchlaufen, eine einfach regelmäßige Anwesenheit für diese empfindlichen Tiere, deswegen sind die ja selten. Die sind nicht selten, weil sie unkaputtbar und super robust und außerordentlich ausbreitungsfreudig sind. Das kann dann schon zu großen sogenannten nachhaltigen Problemen oder nachhaltigen Störungen führen. Und das ist der Grund, weshalb es eben dieses Wege nicht verlassen Gebot in Natur Schutzgebieten gibt, inklusive dem dort nicht übernachten, Zelten lagern, campieren, schlafen, was auch immer. Einfach nicht übernachten, in welcher Form auch immer, Angabe in den meisten Naturschutzgebieten gibt. Und wenn ich sage in den meisten, dann meine ich 99%. Ja? Also da gibt es nur ganz selten mal eine Ausnahme. Und eben solche Sachen, die aufgezählten Dinge, die zur Zerstörung oder nachhaltiger Störung etc. führen können, sind nach Maßgabe näherer Bestimmungen verboten. Und der Knackpunkt ist jetzt die Maßgabe näherer Bestimmungen. Es gibt nämlich einen Haufen Ausnahmen, dazu kommen wir gleich. Soweit es der Schutzzweck erlaubt, können Naturschutzgebiete der Allgemeinheit zugänglich gemacht werden. Und das ist eben auch interessant, dass die Tatsache, dass man überhaupt ins Naturschutzgebiet rein darf und da auf Wegen durchlaufen darf, nur sofern es der Schutzzweck ermöglicht, überhaupt zulässig ist. Ein Beispiel, ne? Mehr oder weniger, ich muss halt Naturschutzgebiete nehmen, die ich persönlich kenne. Das Spaltenmoor in Sachsen-Anhalt. Braucht ihr jetzt nicht genauer gucken, wo das ist, ist aber auch egal. Würdet ihr allerdings rausfinden. Jedenfalls, das ist eines der wenigen Naturschutzgebiete, durch das kein Weg führt. Es führen Wege außen rum. Das ist aber auch schnurzpiep egal, weil da ist eh die Grenze. Es führt kein einziger begehbarer Weg mit durch. Ja, die sind alle erfolgreich gesperrt und damit haben wir es also mit einem kleinen, die Kernzone ist auch Totalhabitat, also heißt, da darf gar nichts passieren. Damit haben wir es wirklich mit einem Mini-Wildnisgebiet innerhalb von normalen, relativ normalen Wäldern zu tun. Das ist doch eher selten. Die allermeisten Naturschutzgebiete haben zumindest 2-3 Wege, die da irgendwie durchführen und das Erleben dieses Naturschutzgebiets möglich machen. Im Fall vom Spaltenmoor soll das aber nicht passieren. Warum? Naja, weil es da diverse seltene Tierarten, Schwarzstorch, Schwarzspecht, Schwarzstorch insbesondere sehr, sehr selten, ein typischer Waldvogel eigentlich, aber kaum noch anzutreffen in unseren Wäldern, die da zum Beispiel gibt und beide ziemlich störungsempfindlich sind. Der Specht jetzt weniger, der Storch hingegen sehr, 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 sehr. Ich habe erst ein einziges Mal einen gesehen, war eine meiner schönsten Tierbegegnungen meines Lebens bisher. Sehr nah. Ich hab ihn leider gestört. Allerdings an einem Ort, an dem das völlig legal war. Dass der da saß, konnte nun wirklich keiner ahnen. Für ihn doof,
für mich schön. Also ich habe ihn nicht irgendwo aufgesucht, wo man das nicht hätte tun sollen. So, also nochmal, ne? Also es ist selten, meistens so, dass sie der Allgemeinheit zugänglich gemacht werden, aber das ist nur dann möglich, sofern es der Schutzzweck erlaubt und dann auch nur ein Können und nicht ein Müssen. Das unterscheidet übrigens ein Naturschutzgebiet vom Nationalpark, weil der Nationalpark muss erlebbar sein. Der muss dem Tourismus auch dienen, also auch dem Naturerlebnis des Menschen. Ja, das ist verpflichtend für Nationalparke so gedacht, übrigens auch im internationalen Recht. Gut, und im konkreten Fall, was diese ganzen Verbote angeht, da habe ich mal was rausgesucht. Wo habe ich es denn? Und zwar hier eine schöne Verbotsliste bzw. zulässige Handlungen und Verbote. Insbesondere ist verboten, kommen wir mal dazu. Es handelt sich um die Rheinauen bei Rastatt, nur so der Vollständigkeit halber. Ne? Bauliche Anlagen errichten, Straßen, Wege, Plätze oder sonstige Verkehrsanlagen anlegen, Leitungen verlegen oder so in der Richtung, die Bodengestalt zu verändern. Das ist interessant, das bedeutet auch für den normalen Waldbesucher, du darfst kein Loch graben im größeren Stil. Ne? Also ein ganz, ganz kleines Loch vielleicht noch, aber ein größeres Loch dann auf jeden Fall nicht mehr. Kein Graben ziehen und ähnliches. Fließende oder stehende Gewässer zu schaffen, zu beseitigen, zu verändern sowie Entwässerungs- oder andere Maßnahmen vorzunehmen, die den Wasserhaushalt des Gebiets verändern. Das ist insbesondere in Auwäldern durchaus ein Thema. Andererseits ist das auch ein großes Problem. Weil von dieser Maßnahme gibt es keine Ausnahme. Und ein Auwald, der austrocknet, weil der Rhein sich immer weiter tief einfräst und so Rheinhochwasser viel seltener den ursprünglich mal noch vor Tulla, also vor der Begradigung des Waldes, des Rheins, regelmäßig überflutete Auwälder nur noch ganz selten Wasser abbekommen. Das heißt, will man einen Auwald als Auwald erhalten, sollte man muss man dringend irgendwelche Reflutungsmaßnahmen sich einfallen lassen, dass das Ding einigermaßen unregelmäßig überflutet wird, weil sonst ist das irgendwann kein Auwald mehr, sondern ein stinknormaler Wald, weil der Einfluss des Rheins immer mehr abnimmt. Weil eben seit der Rhein begradigt ist, fließt er so schnell, dass er sich sehr schnell in den Untergrund fräst, damit immer tiefer, immer tiefer, immer tiefer in die Landschaft reinfrisst und damit immer weniger selten, also weniger häufig, wenn er dann mal Hochwasser hat, überhaupt über den Damm schwappt und irgendwie seine Auwälder, seine ehemaligen, noch nass macht. Ne? Also das ist hochgradig umstritten, aber egal. Abfälle wegschmeißen, zu lagern, also Abfälle lagern, Plakate, Bilder, Schrifttafeln aufstellen. Also ihr seht, da steht alles Mögliche drin, aber wichtig ist vor allen Dingen Pflanzen oder Pflanzenteile einzubringen. Ganz wichtig, auch nicht einbringen, das könnten invasive Pflanzen sein, zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören. Tiere, gleiches Spiel, nicht stören, nicht an Wohn-, Rast-, Nahrungs-, Zufluchtsstätten aufsuchen, Tiere entfernen, Tiere einbringen, beschädigen, zerstören. Tiere beschädigen klingt sehr arrogant. Ne? Egal, jedenfalls. Dann darf man die Art der bisherigen Grundstücksnutzung nicht ändern. Das ist jetzt wieder spannend. Das bedeutet, wenn es eine Grundstücksnutzung gegeben hat, im Sinne von, da hat jemand regelmäßig den Rasen gemäht, zum Beispiel, dann muss in Zukunft im Naturschutzgebiet weiterhin dieser Rasen regelmäßig gemäht werden, weil ja der Grundgedanke des Naturschutzgebiets ein konservativer ist. Ne? Bitte zu Zelten, zu Lagern, Wohnwagen oder sonstige Fahrzeuge oder Verkaufsstände aufzustellen. Das schließt jede Form des Übernachtens mit ein. Zu baden. Außerhalb von, ja, weil das wäre sehr schlecht für sämtliche Wassertiere, die da so unterwegs sind und selten sind. Außerhalb von eingerichteten oder gekennzeichneten Feuerstellen Feuer zu machen. Es gibt keine eingezeichneten und gekennzeichneten, das heißt einfach generell kein Feuer machen. Ohne zwingenden Grund Lärm, Luftverunreinigung oder Erschütterungen zu verursachen. Du darfst da also nicht ohne zwingenden Grund rumpupsen. Ja, wichtig. Hunde frei laufen zu lassen, die Wege mit Fahrzeugen zu befahren, ausgenommen Fahrräder ohne Hilfsmotor und Rollstühle. Wasserfläche mit Booten, Flößen, Luftmatratzen und dergleichen zu befahren, Flugmodelle oder Modellboote zu betreiben. Flugmodelle beinhaltet Drohnen. Ja, dazu gibt es in den meisten alten Verordnungen keinen extra Absatz, aber Drohne fliegen im Naturschutzgebiet ist nicht. Generell gar nicht. Gibt erfindliche Strafen. Dauergrünland in Ackerland umzubrechen.
wichtig. Auch das würde ja eine Änderung der Nutzungsart betreffen. Ne? Außerhalb von Ackerland Pflanzenbehandlungsmittel verwenden. Das bedeutet, auf Ackerland darf man noch Pflanzenbehandlungsmittel verwenden. Das war auch damals schon sehr umstritten, aber hat es tatsächlich noch reingeschafft, weil man sagt, Ackerbewirtschaftung ohne Pflanzenbehandlungsmittel unmöglich. Hat man damals noch so gesehen. Ne? Diese Gesetze sind alle so circa mindestens aus den 80ern meistens. Gehölze, Hecken oder Sträucher zu beseitigen oder zu zerstören, das wiederum ist wichtig. Die sind für die Landschaft, Biodiversität außerordentlich toll. Und dann darfst du außerhalb zwischen März und 31. August nichts mähen. Darüber hinaus ist in der Kernzone verboten. Hier ist jetzt der Knackpunkt, nur in der Kernzone. Befestigte Wege zu verlassen, zu reiten, Schlittschuh zu laufen. Das heißt, man darf tatsächlich außerhalb der Kernzone noch von den Wegen runter. Längst nicht in jedem Naturschutzgebiet der Fall, aber hier habe ich das jetzt halt mal herausgeholt. So, jetzt gibt es noch eine ganz lange Liste. Zulässige Handlungen. Zulässige Handlungen sind Ausnahmen, die speziell in diesem Naturschutzgebiet, obwohl es Naturschutzgebiet ist, trotzdem zulässig sind. Das sind in vielen Fällen ganz konkrete Dinge, wie zum Beispiel auf Onkel Ernas Lieblingstümpel, wenn der angenommen mal so heißt. Darfst du Schlittschuh laufen, sollte der jemals zufrieren? Sowas zum Beispiel steht hier auch tatsächlich drin, nur dass der nicht Onkel Ernas Lieblingstümpel heißt. Aber das, der Knackpunkt, warum wir hier überhaupt eigentlich sitzen, für die ordnungsgemäße landwirtschaftliche Nutzung in der bisherigen Art und im bisherigen Umfang ausgenommene Maßnahmen, und dann kommt noch eine lange Liste von weiteren Maßnahmen, die da beziehungsweise Dingen, die da berücksichtigt werden müssen, aber es gibt eine ordnungsgemäße landwirtschaftliche Nutzung, die da weiterhin stattfinden darf und jetzt kommt's, für die ordnungsgemäße forstwirtschaftliche Nutzung in der bisherigen Art und im bisherigen Umfang mit der Maßgabe, dass die periodischen Betriebspläne für die Schonwaldbereiche nach dem Schonwalderklärung der Körperschaft Forstdirektion Karlsruhe über die Rheinau und Rastatt und die Forstdirektion bla 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 bla, also jede Menge extra Regeln beachten, zum Beispiel: Entlang der Gewässer und Waldränder muss der Wald aus einheimischen Baumarten, zum Beispiel Silberpappel, Silberweide, Stieleiche oder Wildobstarten und Sträuchern, in diesem Maße erhalten werden. Er soll gepflegt werden und sofern die nicht vorhanden sind, sind sie zu schaffen, diese Strukturen mit den einheimischen Baum- und Straucharten. So, und hier kommt jetzt eben der Management-Aspekt eines Naturschutzgebietes wirklich sehr stark zu tragen. Da hat man eine genaue Vorstellung, was die Natur in diesem Naturschutzgebiet ist. Diese ist A, zu schützen, B, zu erhalten, C, wiederherzustellen, wo sie fehlt. Und spätestens das beinhaltet eben den Management-Aspekt. Das bedeutet, man hat hier also quasi so ein Deal mit der Forstwirtschaft. Forstwirtschaft darf stattfinden, das Holz darf auch rausgeholt und genutzt werden, was da gewonnen wird, sofern die Maßnahme eben dem Erhalt des Charakters dieser Auwälder dient und die Struktur dieser Auwälder damit aufrechterhalten wird. Und das wird, ich habe ja schon gesagt, das Wasser geht alle im Auwald, wird immer wichtiger und beinhaltet immer mehr Maßnahmen und immer intensivere Maßnahmen, weil durch das fehlende Wasser mit den ständigen Überschwemmungen sich immer mehr Baumarten im Auwald niederlassen, zum Beispiel die Buche, die da im Auwald nichts zu suchen hat, von natürlicher Waldentwicklung her, da trotzdem aber immer mehr vorkommt. So, und jetzt kann man die Buche wunderbar rausschneiden und wunderbar zu Brennholz verarbeiten, Hackschnitzeln oder Scheitholz, ist egal, weil sie da eben nicht reingehört und damit eine Maßnahme absolut gerechtfertigt ist, bei der man halbwegs schonend die Buche da rausholt. So, und jetzt ist es so ein Teil der, so eine Frage der Abwägung. Was ist halbwegs schonend? Welche Interessen überwiegen? Überwiegen die Interessen daran, dass dieser Auwald ein Auwald bleiben soll und nicht zum regulären Standard-Buchenwald sich entwickeln soll? Dann ist
dieses Interesse so stark als so wichtig einzuordnen sozusagen, dass auch gewisse Bodenschäden durch Forstwirtschaft, weil dann dadurch ein Befahren der Böden nun mal nicht ganz vermeidbar ist oder zumindest ein Begehen der Böden vom Pferd, mindestens das, und auch das ist in Auwaldböden durchaus ein großes Thema und richtet da dann auch Schäden an. Also Pferderücken mag weniger schädlich sein, als mit dem Harvester über den Boden zu brettern, aber auch das ist nicht völlig unschädlich. Bei Auwaldböden also ein riesen Thema. Ansonsten müsste man irgendwie mit einem Seilkran arbeiten. Das kann im Naturschutzgebiet möglicherweise auch mal verordnet werden. Dann muss das Land aber ordentlich Kohle locker machen. Das ist nämlich saumäßig teuer im Vergleich zu drauf rumfahren. Und. Ja, und wenn dann also jetzt irgendwie jemand, der von Tuten und Blasen nicht so viel Ahnung hat, aber halt der Einzige ist, der gerade verfügbar ist, weil auch beim Amt gibt es Personalmangel, hat man ja auch fleißig Stellen abgebaut, jetzt letztendlich irgendwas entschließen muss, was da jetzt nun gemacht werden soll. Soll die Buche jetzt raus oder soll die Buche drin bleiben oder was zum Geier machen wir? Und wenn wir die Buche rausholen, dürfen wir dafür jetzt da befahren oder nicht? Ich sage Ihnen, ohne Befahrung geht's nicht, das müssen wir machen, sonst übernimmt die Buche den Wald. Oh, ja, dann machen sie halt, sagt dann der kleine zuständige Beamte, der von Tuten und Blasen, zumindest in diesem Fachbereich, jetzt gar nicht so viel Ahnung hat, aber es trotzdem entscheiden muss. So, und in dem Moment brettert da dann jemand mit einem 30-Tonner, vielleicht nicht ganz mit einem 30-Tonner, es wäre ganz schön, wenn es nicht dieser wäre, durch einen Auwaldboden. Ja, und das sieht hinterher scheiße aus. Und jetzt kann man sich kloppen. Ist das jetzt schlimm oder ist das jetzt nicht schlimm? Dass in nämlich einem Auwald zusätzliche Gräben entstehen, entspricht in gewissermaßen auch der natürlichen Dynamik, die ein Auwald nun mal hat, indem sich das Fließmuster bei Überschwemmung des Wassers durchaus auch mal verändert, weil sich das Wasser immer neue Wege sucht. Mal woanders einen Haufen Sand anschwemmt, woanders wieder welchen wegträgt und so weiter und so weiter. Und da ist also eine gewisse Dynamik, eine gewisse Bodenveränderung durchaus Teil dieser Dynamik eines Auwaldes. Aber genau die Dynamik wollen wir ja nicht haben, weil Naturschutzgebiete ja konservativ sind. Und da wird der Sache, da wird ein riesen Rattenschwanz draus und die Sache wird extrem kompliziert. So. Und warum habe ich jetzt so weit ausgeholt und jetzt ganz viel um den heißen Brei herumgeredet, weil ihr jetzt genau wisst, was die Entwicklungsgeschichte der Idee des Naturschutzgebietes ist, der Zweck des Naturschutzgebietes ist und warum das heutzutage in vielen Fällen mit dem modernen Verständnis von Natur ist gleich Wandel nicht mehr so wirklich vereinbar ist. Und das bedeutet, wenn man jetzt auf Teufel komm raus ein Naturschutzgebiet so haben möchte, wie es in 1970 gewesen ist, dann muss man schlicht und ergreifend einfach neu anwandernde Baumarten, die davon alleine reinkommen, wieder rausschneiden. Bei der Gelegenheit hat man die Möglichkeit, dann gleich noch 5, 3, 4, 5, 6, 7 andere Bäume rauszuschneiden, die einfach nicht notwendig sind und den Charakter des Waldes nicht unbedingt ausmachen. Und insbesondere, weil auch nämlich das in den meisten Naturschutzgebieten drinsteht, dass die Nutzung, wie sie bisher stattgefunden hat, weiterhin stattfinden soll, weil die Nutzung ja mit ein prägender Faktor des Naturschutzgebietes, wie es sich jetzt darstellt, gewesen ist, wichtig sein kann. Beispiel. Eichenwälder. Ja? Eichenwälder sind in Deutschland, wie wir inzwischen wissen, in den meisten Fällen keine richtigen Urwälder mehr. Die waren es vor 4500 Jahren. Inzwischen ist die Buche angekommen und spätestens seit eben etwa so 2000 Jahren in etwa ist die Buche massiv am sich ausbreiten und auf dem Vormarsch und übernimmt nach und nach Eichenwälder. Das macht sie auch heute noch. Hast du irgendwo einen reinen Eichenwald, mal angenommen noch mit ein paar Mischbaumarten, die nicht weiter eine Rolle spielen, und drunter pflanzt du Buche oder stellst nebendran Buche, dann wird die Buche innerhalb weniger Waldgenerationen in die Eiche einwandern, noch nicht mal weniger Waldgenerationen, weniger Förstergenerationen. Also sagen wir 150 Jahre spätestens ist die Buche unter der Eiche angekommen, wird da vom Eichelherrn, vom Eichhörnchen eingebracht, wenn wir nicht mithelfen, wir Menschen, und sie nicht noch aktiv pflanzen, und wird dann unter der Eiche hochwachsen, die Eiche irgendwann überwachsen, die Eiche, ja nicht unbedingt überwachsen, aber zwischen die Eichen wachsen, und die Eiche ist nicht sehr schattertragend, die kommt mit Konkurrenz nicht gut klar und schon gar nicht gegen die mächtige Buche. Buche ist der mächtigste Waldbaum, was die Verdrängung von anderen Bäumen angeht, sofern die Standortbedingungen einigermaßen gut sind. Und ja, dann macht die Buche auf gut Deutsch die Eiche platt. Was haben wir am Ende? Einen Buchenwald. Weshalb das übrigens auch die vorherrschende Waldform in Deutschland ist, weil die Buche alles andere platt macht, sofern die Standortbedingungen gut sind. So,
Und das bedeutet jetzt, will man einen schönen Eichenwald, der eine besondere Eigenart und Schönheit hat, das hat er ohne jeden Zweifel, ne? Keine Frage, natürlich hat er das, will man den jetzt unter Naturschutz stellen. Und das macht man auch. So, und jetzt ist es das alte Konzept des Naturschutzgebietes, dass da eben nichts mehr gemacht werden soll. Und um diesen Wald jetzt besonders gut zu schonen und alle Tiere, die drin wohnen und alle Pilze, die drin vorkommen und das Gesamtökosystem, macht man sogar einen kompletten Schutz draus. Das heißt, man verbietet sämtliche Eingriffe in eben diese Kernzone mindestens, in der sich dieser Eichenwald befindet. So, und das ist jetzt alles super und toll, nur blöderweise wachsen unter den alten Eichen plötzlich keine jungen Eichen mehr. Man hat das Ding in den 70er Jahren unter Schutz gestellt und da war das ein wunderbarer Wald mit jungen Eichen drunter, mit großen Eichen drüber, hat sich prima entwickelt, alles tippitoppi. Warum hat es das getan? Naja, weil man regelmäßig Eichen rausgeschnitten hat. Ein Eichenwald, wie wir inzwischen wissen, ist in den allermeisten Fällen nämlich dahingehend nicht mehr konkurrenzfähig, dass er eine Eichengeneration erhalten bleibt, dann von der Buche abgelöst wird und sich die Eiche eigentlich nur noch auf Sonderstandorten wie zum Beispiel Auwäldern, Klippenwäldern, Wäldern mit besonderer Trockenheit oder besonderer Feuchte, nur da sich noch Eichenwälder in Deutschland ausbilden können, die dann auch konkurrenzfähig gegen die Buche sind, weil die Standorteigenschaften eben nicht mehr gut sind. Entweder zu nass oder zu trocken. Da kommt dann die Eiche natürlich vor. So, und diese Idee jetzt, diesen Eichenwald unter Naturschutz zu stellen und ihn nicht mehr verändern zu wollen, und ihn so erhalten zu wollen, wie er ist, würde eigentlich ein Management, nämlich ein regelmäßiges Umschneiden, nicht rausnehmen, aber zumindest Umschneiden einzelner Eichen für genügend Licht am Boden, damit sich die Eichen auch verjüngen können und nicht nur die Buchen verjüngen können, erfordern. Aber das will man da nicht tun, weil man damals eben vor 50 Jahren der Meinung war, der beste Schutz für diesen Eichenwald sei das Totalhabitat. Ja, und deswegen gibt es auch Fälle, in denen Naturschutz, bei denen man sagen muss, wenn man schon den Eichenwald oder die Natur, so wie sie jetzt ist, konservativ erhalten möchte, dann ist das immer ein Managementprozess. Ja, weil Natur immer Wandel ist und man, um diesen Wandel auszuschalten, Maßnahmen ergreifen muss, die dem Wandel entgegenwirken sozusagen. Also dahin, wo die Natur natürlich hin möchte, da muss man sie davon wegprügeln, dass sie das gefälligst nicht mehr möchte, damit da genau das bleibt, was Opa auch schon gesehen hat, als er ein kleines Kind war, was da steht. Ja? Und ja, für ein modernes Verständnis der Ökologie ist das ziemlich grauenvoll. Ja, nur ist es halt dahingehend jetzt wieder doof, dass man die Idee hatte, einen Eichenwald zu schützen und der Eichenwald wird da aber in zwei Menschgenerationen nicht mehr sein, sondern dann wird das auch zu einem Buchenwald geworden sein und danach hat sich der Schutzzweck erledigt, weil da dann gar nichts mehr mit besonderer Eigenheit und Schönheit oder was Seltenem vorhanden ist, weil Buchenwald gibt es theoretisch überall, wenn man nichts anderes gepflanzt hat, aber der ist nun wirklich, kann man jetzt auch nicht als selten bezeichnen. So. Merkt ihr langsam was? So, und dann müssen wir nochmal über die Schäden, die Management in Naturschutzgebieten anrichtet, sprechen. Aber dafür muss ich den Akku wechseln. Das geht nochmal länger. Ja, ich habe natürlich überhaupt keinen Zoom mit dieser Kamera, aber da steht ein Reh. Weit weg und frisst fröhlich weiter und hört mich zwar quatschen, aber da ich das die ganze Zeit tue, das ist ein häufiges Phänomen, also so mehr oder weniger da, ne? Da steht's. Genau hier neben diesem dünnen Baum, auf den ich gerade zeige, da dahinter, am gegenüberliegenden Waldrand. Macht gerade, es ist ein Bock, hat Hörnchen drauf. Ja, durchaus ein schon älterer Bock. Oh, jetzt hat er leider einen Schritt gemacht, jetzt ist er weg. Ja, aber man hat ihn wahrscheinlich sowieso nicht gesehen. Ich versuche das nachher mal noch ranzuzoomen, ob man ihn vielleicht doch erkennt. Aber das ist doch mal toll. Immerhin habe ich theoretisch mal endlich einen Reh gefilmt. Ich sehe ja oft welche im Wald, aber vor die Kamera laufen sie mir dann doch selten. Aber der, ja, für den bin ich scheinbar eine Konstante, weil ich hier die ganze Zeit mehr oder weniger konstant am Quasseln bin, mich nicht groß bewege und kontinuierliche Töne von mir gebe. Ich werde dann quasi wahrgenommen, das habe ich schon oft erlebt, wie ein Singvogel sozusagen, der halt eben die ganze Zeit Töne produziert, aber ansonsten nichts Gefährliches tut. Also so ein dauerquatschender Mensch, dem geht man eine Zeit lang aus dem Weg, aber irgendwann, wenn der gar nicht mehr aufhört, tja, ja, der lässt sich da drüben schmecken. Der mampft da fleißig die Ufervegetation weg. Muss man nachher gucken, wenn ich hier abhaue, was da denn gewachsen ist, was ihm da so gut schmeckt.
Das würde mich dann gerade mal interessieren. Gut, aber jetzt wechseln wir wirklich den Akku und dann machen wir auch weiter, weil ich kriege den eh nicht zu sehen. Dafür habe ich zu wenig Zoom. Beziehungsweise ich habe gar keinen Zoom auf gut Deutsch. So, also folgendes. Zusammenfassend möchte ich noch loswerden. Grundsätzlich fände ich es tatsächlich besser, auch wenn es leider nicht so ist, wenn Naturschutzgebiete im Regelfall, sofern es nicht wirklich nur einen speziellen Schutzzweck wie eben Tümpel da vorne betrifft, wirklich ein Totalhabitat wären. Dass man also grundsätzlich sagt, okay, da soll zwar XY geschützt werden, aber ja, wir wollen eben auch nicht in den natürlichen Prozess um XY eingreifen, und dass man mit der Tatsache, dass man aus Naturschutzgebieten fast immer Totalhabitate macht, hätte man dann auch eben diesen alten konservativen Naturschutzgedanken irgendwo automatisch ad acta gelegt und würde sie dann automatisch als Totalhabitat immer komplett dem natürlichen Wandel überlassen. Und auch das, was eben im Nationalpark dann immer mal wieder für großen Ärger gesorgt hat in der Vergangenheit, wie wenn der Borkenkäfer da was auffrisst, wenn ein Waldbrand da was platt macht, das ist ja jetzt erst jüngst zum ersten Mal in der deutschen Geschichte wirklich im größeren Stil vorgekommen, dass es Großwaldbrände in Nationalparken gegeben hat. So in diesem Ausmaß gab es das bisher noch nie. Daher ja, muss man da gucken, wie man damit umgehen möchte in Zukunft. Soll im Nationalpark überhaupt gelöscht werden? Es wurde jetzt gelöscht. Kann man aber nicht sagen, da muss gar nicht gelöscht werden, weil da darf ja nichts passieren. Ist das eine sinnvolle Maßnahme? Wahrscheinlich nicht. Wäre sie konsequent? Wahrscheinlich schon. Und da kann man sich also noch trefflich drüber streiten. So, aber das wäre meiner Meinung nach wirklich eine gute Möglichkeit, auch eben diesen kontroversen Gedankengang, den wir ja als grundlegende Ausgangsformulierung für dieses Video gehabt haben. Ich darf nicht vom Weg runter, aber Bäume gefällt werden dürfen. Da stört die Natur nicht, oder was? Und um das mal kurz zu bearbeiten, doch, das stört die Natur schon auch. Aber ein Argument, weshalb nach wie vor eben was die Forstwirtschaft immer bringt, um zu argumentieren, weshalb sie auch im Naturschutzgebiet zum Teil Bäume fällen, beziehungsweise es sind genau genommen zwei, die da eine größere Rolle spielen. Erstens, es ist nach wie vor das Eigentum von demjenigen, dem das Land halt nun mal gehört. Da kann man ja bekanntermaßen überhaupt kein Fan von sein, dass überhaupt irgendjemandem Land gehört. Aber so ist es nun mal in der Welt, dass dieses Prinzip besteht. Und na, jetzt ist der Rehbock unterwegs. Wo will er hin? Ich sehe ihn nicht mehr. Schade. Ja, jedenfalls, dass dieses Prinzip besteht, ist ja nur beim Weitem nichts Neues. Und das bedeutet zweierlei, wenn dir ein Naturschutzgebiet gehört. Erstens, du musst hinnehmen, dass das jetzt ein Naturschutzgebiet ist. Pech gehabt. Ja? Du mit dem Nutzungsverzicht, der damit einhergeht, beziehungsweise dem Nutzungsreduktion, dem Nutzungsverbot, das damit einhergeht, musste jetzt klarkommen. Pech gehabt. Ja? Aber so als kleiner Kompromiss, weil man die Leute eben nur in seltenen Ausnahmesituationen wirklich enteignen kann, beziehungsweise ein enteignungsgleicher Verzicht stattfindet, da gibt es irgendeinen juristischen Fachbegriff dafür. Wenn du also gar nichts mehr auf deinem Grundstück machen kannst, das jetzt zum Naturschutzgebiet geworden ist, dann ist das ein enteignungsgleicher Eingriff, auch wenn es dir weiterhin gehört, aber du kannst nichts damit anfangen, es ist wertlos, dann musst du dafür entschädigt werden und so weiter und so fort, weil es einer Enteignung gleichkommt. Ja, aber solange das nicht der Fall ist, ist man bemüht, demjenigen, dem das Grundstück gehört, noch gewisse Nutzungsrechte einzuräumen, einfach weil man das muss, weil Enteignung nur als äußerstes Mittel eben zur Verfügung steht und nur dann, wenn das Interesse des Allgemeinen Gemeinwohls hier wirklich massiv über dem Interesse des Individuums, das hier Holz fällen möchte, liegt. Ja? Und das ist selten nicht der Fall. Und das ist so Argument Nummer eins, weshalb in Naturschutzgebieten womöglich oder wo es zumindest als möglich erachtet wird, noch Bäume gefällt werden. Dann die naturschutztechnische Begründung, dass Bäume fällen manchmal notwendig ist, das habe ich ja ausführlich jetzt erklärt. So, und dann kommt Argument Nummer drei. Ist es denn jetzt schlimmer, wenn da hin und wieder mal Bäume
Bäume gefällt werden, als wenn da Leute durchlaufen. Und da kann man jetzt durchaus ganz viel drüber diskutieren. Das werden wir jetzt tun, denn nehmen wir an, da findet also eine regelmäßige Holzernte statt. Nehmen wir mal an, die findet flächig statt, zumindest in dem Abschnitt vom Naturschutzgebiet, in dem es uns furchtbar aufregt. Das kann durchaus sein, wenn das eine Randzone ist, dass diese dann also wirklich regelmäßig, kontinuierlich forstlich bewirtschaftet wird. Vielleicht soll der Wald da auch besonders jung gehalten werden, weil das bisher immer irgendwie so gewesen ist und für irgendeinen Naturschutzzweck notwendig ist, dass der Wald da relativ jung gehalten wird. Das könnte zum Beispiel deswegen so sein, weil eine gewisse Menge an Licht an den Boden kommen soll und dafür muss da regelmäßig ein Loch im Kronendach entstehen, damit da irgendwie die was auch immer Pflanze wachsen kann. Ja? Fällt mir gar kein konkretes Beispiel ein. So, und in dem Fall wäre da also eine regelmäßige Durchforstung notwendig. Aber jetzt müssen wir mal überlegen, wie regelmäßig ist denn eine Durchforstung? Da kriege ich dann Kommentare, das machen die jedes Jahr. Und das stimmt schlicht und ergreifend nicht. Das machen sie vielleicht seit 10 Jahren jedes Jahr, aber danach werden sie es 50 Jahre lang nicht mehr machen, beziehungsweise 40 Jahre mindestens. Und im Regelfall ist es tatsächlich so, dass durchschnittlich alle 10 bis 15 Jahre überhaupt nur eine forstliche Maßnahme notwendig ist. Ja? Und das bedeutet auf derselben Fläche. Das dürfen wir jetzt nicht vergessen. Es ist schon jedes Jahr in einem großen Waldgebiet irgendwo eine forstliche Maßnahme anzutreffen oder auch zwei oder drei, aber auf derselben Fläche tatsächlich nur alle 15, 20 Jahre, so in etwa. Ne? Vielleicht, wenn es krass ist, alle 10 Jahre. Und das wäre aber wirklich sehr, 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 sehr oft und ja, je nach Waldtyp auch nicht keine schlechte Idee, aber es wäre eher ungewöhnlich. So, manchmal auch sehr wohl eine schlechte Idee, das kommt immer sehr drauf an. Gut, und jetzt können wir überlegen, angenommen, alle 10 Jahre, spaßeshalber jetzt einfach, ja, gehen wir auf die gleiche Fläche, zum Beispiel hier, wo ich jetzt hocke, und fällen hier ein ganz paar Bäume, weil wir hier irgendwas haben, das ein gewisses Licht am Waldboden benötigt und daher alle 10 Jahre ein paar Bäume weg müssen. Diese holen wir dann ab und verhökern die und verdienen damit ein bisschen Geld, damit der Eingriff nicht so teuer ist. Tatsächlich sind solche Kleinsteingriffe trotzdem meistens nicht kostendeckend, weil man durch die Maschinen, die da zu Einsatz kommen, durch den ganzen Weg dahin und durch die Holzlogistik, die sich auch nur lohnt, wenn da wirklich viel Holz liegt, ist das meistens ja bestenfalls kostendeckend oder du gewinnst 3,50 Euro pro Kubikmeter, aber mehr ist es dann auch letztendlich nicht. Daher, das lohnt sich nicht wirklich zur Bereicherung, taugen Eingriffe in Naturschutzgebiete, nur in seltenen Fällen. Siehe dazu mein letztes Video, wo es darum die EU will Brennholz verbieten geht, weil wenn eben diese Eingriffe zufällig noch von der EU subventioniert werden, dann kann auch so ein Eingriff ins Naturschutzgebiet durchaus kostendeckend bis hin zu gewinnbringend tätig möglich sein und daher will die EU das jetzt abstellen, dass das bisher so gewesen ist, beziehungsweise hat sie jetzt abgestellt, weil ich gehe mal schwer davon aus, dass das weitere Gesetz so durchkommen wird. Also nur für diejenigen, die das Video schon gesehen haben oder noch vorhaben, es zu gucken, dann habt ihr jetzt gleich die direkte Verbindung dazu. Ja, jedenfalls ist es dann eben so ein Punkt, bei dem solche Maßnahmen notwendig sind, wenn es eben häufiger mal aufgelichtet werden soll. So, und jetzt findet das alle 10 Jahre statt und geht, sagen wir mal, eine Woche. Das heißt, wir haben 9 Jahre und 51 Wochen dazwischen, in denen da nichts stört, ja, im Idealfall. Und jetzt geht man zumindest in Teilen der ökologischen Wissenschaften davon aus, dass eine lediglich alle 10 Jahre für eine Woche stattfindende Störung, die nicht direkt Lebensraum vernichtet, weil ausgewählte Bäume, die eben keinerlei Habitatstrukturen haben, nur gefällt werden dürfen. Im Idealfall gehen wir mal davon aus, dass das so auch alles funktioniert. Das ist meistens schon so. Hier und da geht mal was schief. Das ist wie in jedem anderen Bereich auch. Ja? Aber in den allermeisten Fällen klappt es ganz gut. Und ja, ist das jetzt schlimmer oder ist das jetzt weniger schlimm, als wenn du durch den Wald läufst? Es ist selbstverständlich viel schlimmer, als wenn du mal durch den Wald läufst. Das Problem ist, nicht nur du läufst mal durch den Wald, sondern potenziell laufen ganz viele Leute mal durch den Wald. Und jetzt haben Naturschutzgebiete ja immer dummerweise die Angewohnheit, schön zu sein. Und was führt dazu, dass da relativ viele Leute durch den Wald laufen? Und wenn wir jetzt nochmal auf das leidige Thema, ist ein wunderbares Bundesland, keine Frage, aber trotzdem auf das leidige Thema Nordrhein-Westfalen, seinen sehr, sehr dicht besiedelten Raum und die wenigen Grünflächen drumherum. Ja, es sind wenige, nochmal, ich kriege jedes Mal den Kommentar, das sind gar nicht so wenige, ja,
haben voll viel Grün. Nicht im internationalen Vergleich und schon auch nicht im deutschen. Ja, also möglicherweise empfindet ihr das so, das ist auch schön, das gönne ich euch. Aber wer im Schwarzwald hockt, wird sagen, oh Gott, die haben ja nirgendwo Grün. Ja, gefühlt mit der Situation, in der ich lebe. Ne? Aber gut, egal, jedenfalls führt das eben jetzt dazu, dass wenn da eben wirklich jede Menge Leute durch diesen Wald stapfen und jeder von denen vom Weg runter darf und dann irgendwelche neue Wege entstehen, so zum Beispiel auch so eine Negativfolge, jetzt will ich das gar nicht schlecht machen, aber von Komoot, dieser Wander-App, die führt dazu, dass da teilweise Wege eingetragen werden, teilweise ist es auch eine gute Sache, keine Frage, aber da werden zum Teil eben Wege eingetragen, die gar nicht existiert haben und dann ist das nur ein kleiner Trampelpfad, dann wird er jetzt aber von vielen Leuten ausgetrampelt und schwuppdiwupp ist es kein kleiner Trampelpfad mehr, sondern ein richtiger Weg. Und wenn der Weg mal da ist, genießt er übrigens Bestandsschutz, bis er extra von den Behörden gesperrt wird und man darauf hinweist, dass das gar kein Weg ist. Das ist nämlich auch widersprüchliche Rechtsprechung. Was ein Weg ist, ist gar nicht so einfach zu definieren und ein Weg kann eben auch neu entstehen, wenn er nur oft genug begangen wird, muss er irgendwann als Weg akzeptiert werden. Das ist bekloppt, ja. Und da gibt es erstmal keine Ausnahme für Gebiete, in denen eigentlich gar kein Weg vorhanden sein darf. Weil das Wegerecht, das Recht zum Vorhandensein von Wegen sozusagen, auch wieder ein uraltes Recht ist, das selten eingeschränkt worden ist in der deutschen Geschichte. Das ist ganz spannend übrigens. Da habe ich mich mal einen ganzen Tag Zeit verschwendet, um mich damit auseinanderzusetzen, um dann festzustellen, dass ich dieses Wissen wahrscheinlich nie irgendwo gebrauchen werde. Aber hey, jetzt! Gut, egal. Jedenfalls ist das eben jetzt der Punkt. Ja? Was richtet mehr Schaden an? Läuft da jeden Tag einer durch und das Wild muss wegrennen, weil da jeden Tag einer durchläuft? Immer um 12 Uhr mittags muss das Wild wegrennen. Oder ist es schlimmer, wenn es mal für eine Woche alle 10 Jahre das Gebiet komplett meiden muss? Und da sind die meisten jetzt der Meinung, dass tatsächlich jeden Tag um 12 wegrennen zu müssen schlimmer ist als eine Woche in 10 Jahren. Zumal es ziemlich egal ist für insbesondere zum Beispiel irgendwelche seltenen Vögelchen, ob die jetzt von einem Harvester mit Brumm, Brumm, mit Krach, mit Ratter, mit Gedöns und so weiter und so fort vertrieben werden oder von dem Spaziergänger, der zu nah an ihnen vorbeiläuft. In jedem Fall halten sie zu dieser Störungsquelle einen gewissen Abstand. Der Abstand muss nicht zwingend größer sein, nur weil die Störungsquelle lauter ist. Das würde sich zwar jetzt so irgendwie von unserer internen Logik ergeben, aber es gibt Studien, die da eben in dem Fall darauf hinweisen, dass insbesondere, wenn das eine kontinuierliche Störung ist, wie ich, der ich quatschend im Wald hocke, siehe Rehbock da hinten, dann wird sich ganz schnell daran gewöhnt. Oder Beispiel Autobahn. Ja, es gibt Autobahninseln in der Autobahn, auf denen unglaublich dichte Fuchspopulationen leben, einfach weil die da keiner stört und die gelernt haben, mit dem Krach klarzukommen. Die Tatsache, dass sie da keiner stört, außer Autos, die drumherum fahren, die aber sich immer gleich verhalten und im Grunde stinkt langweilig sind und nichts weiter tun. Also das wäre jetzt zum Beispiel so ein beliebtes Beispiel, das ich häufiger bringe, um zu sagen, man kann sich an so einen Stress bzw. so eine Störung auch gewöhnen als Wildtier. Ja, und natürlich werden sie sich nicht daran gewöhnen, wenn das nur alle 10 Jahre passiert mit dem Harvester und so weiter und so fort. Aber im Rahmen dieser Woche und der Tatsache, dass der Harvester nachts nicht arbeitet, dann können sie dann nachts auch noch ein bisschen nach Futter suchen, dann sind sie den kompletten Tag halt wieder woanders. Der Schaden hält sich, was die Störung von Tieren, die mobil sind, wirklich sehr, sehr in Grenzen. Was den Schaden an der Vegetation, die nicht mobil ist, angeht, da kommt es jetzt eben darauf an, wie gut man vorher überlegt hat, welchen Baum man denn fällen möchte und welchen nicht. Und da ist es jetzt häufig so, das klingt jetzt arrogant, aber da muss der geneigte Laie eben sich irgendwo vielleicht meiner Meinung nach ein bisschen klar machen, dass man als Laie nicht beurteilen kann, ob diese Holzerntemaßnahme, die hier jetzt stattgefunden hat, besonders furchtbar oder besonders gut gewesen ist. Und in den allermeisten Fällen meiner Erfahrung, wenn ich mit Leuten im Wald rumlaufe und frage, was fällst denn jetzt du hiervon? Ist das jetzt schlimm, schlimm, schlimm oder ist das ganz gut gemacht? Da sagen fast immer alle, ja, wahrscheinlich ziemlich schlimm. Nee, ist perfekt.
Ja, besser geht's gar nicht. Weniger Aufwand, weniger schlimm kann man eine Holzerntemaßnahme gar nicht durchführen. Und trotzdem wird sie von der Mehrheit einer durchaus aufgeklärten, ohnehin schon aufgeklärten Gruppe, die sich's antun, mit mir 7 Stunden durch den Wald zu latschen, trotzdem als eher schlimm wahrgenommen. Das ist einfach so. Natürlich empfinden wir es als nicht schön, wenn irgendwo ein Loch im Wald ist. Ich mag das auch nicht. Hübsch ist das nicht. Keine Frage. Ja, aber selbst wenn es nach bestem Wissen und Gewissen gemacht ist und selbst wenn es einen Zweck erfüllt, wird es vom geneigten Waldbesucher immer als Untat und schlimme Störungen und furchtbare Maßnahme wahrgenommen werden. Das ist halt nun mal so. Ja? Und das ist auch vielleicht ganz gut. Ich will ja auch gar nicht sagen, dass alle blöd sind, die das sagen. Überhaupt nicht. Das sollte vielleicht wirklich auch so sein, um eben der Forstwirtschaft auch klarzumachen, dass inzwischen auf sie geguckt wird. Das ist, glaube ich, generell eine gute Sache, dass der Wald mehr in der Öffentlichkeit steht heutzutage, ja? Und mehr diskutiert wird und sich immer mehr Leute dafür auch interessieren. Blöderweise gibt es da natürlich auch Informationsquellen, die man zum Thema Wald nicht unbedingt heranziehen sollte, weil man dann bekloppte Meinungen dazu zu hören bekommt. Aber grundsätzlich ist ein gesteigertes Interesse an der Natur durchaus was Positives. Und ja, auch für fragwürdige Quellen ein gewisser Verdienst, dass dieses Interesse gesteigert worden ist. Langjährige Zuschauer wissen, was ich meine. Gut, ansonsten fällt mir jetzt eigentlich gar nicht mehr so viel ein. Ja? Also generell kann man vielleicht noch sagen, wenn ihr jetzt eine konkrete Holzerntemaßnahme in einem Naturschutzgebiet bei euch in der Ecke habt, dann könnt ihr selber versuchen, ein bisschen einzuschätzen, wie böse denn das gewesen ist, indem ihr mal guckt, welche Bäume werden da eigentlich rausgenommen. Wenn das Fichten sind, dann ist das wahrscheinlich eine Maßnahme, die zur schnelleren Renaturierung des Waldes notwendig ist, dass man also den Wald etwas früher naturnah bekommen möchte und damit Naturferne, zumindest an diesem Standort, ja, die Fichte ist eine wunderbare Baumart, kein Fichtenbashing betreiben, aber an diesem Standort falsch, dann ist das eine Maßnahme, die letztendlich der Waldökologie eher entgegenkommt und eine Förderungsmaßnahme bzw. eine Wiederherstellungsmaßnahme im Rahmen des Naturschutzgesetzes für den natürlichen Waldzustand, der an diesem Standort eigentlich herrschen sollte. Wenn dafür nun mal eine Rückegasse notwendig ist, dann könnt ihr bei der Rückegasse mal hingehen, natürlich auf dem Weg bleiben, klar, und grob abschätzen. Selbstverständlich dürft ihr 5 Meter in die Rückegasse reinlatschen, das ist vollkommen egal. Also dürft ihr es nicht, aber ich hab auch nicht gesagt, ne? Also habt ihr es keiner gehört. aber ja, jedenfalls kann man dann mal gucken, wie tief diese Gleise eigentlich sind. Ich gehe mal davon aus, dass dann meistens Gleise entstanden sein werden, also deutliche Abdrücke von mindestens Reifen, möglicherweise auch von Ketten. Ketten sind übrigens besser als Reifen, die machen noch einen geringeren Bodendruck, weil die eben das Gewicht über eine noch größere Fläche verteilen. Die Kette liegt ja auch zwischen, wo die Reifen nur hier, quasi 2 Reifen nur hier am Boden ankommen, ist die Kette durchgängig und der Druck verteilt sich über diese gesamte Fläche und nicht nur über diese hier. Ne? Daher Reifen, Ketten sind durchaus ein Thema, das ist was Gutes, das ist nichts Negatives. Und jedenfalls egal, da könnt ihr mal gucken, wie tief diese Einschnitte von diesen Maßnahmen sind. Und alles, was weniger tief als 30 cm ist, ist noch in Ordnung. Außerdem hängt es davon ab, mit was vom Bodenmanns zu tun hat. Ist es nun mal ein nasser Wald, ein Auwald, dann ist Befahren einfach unglaublich schwierig und da ist es fast nicht möglich, das hinzukriegen, ohne 40 cm tiefe Rillen zu hinterlassen. Ein Auwald, aber durch die enorme Dynamik, die der Boden da auch aufweist, regeneriert sowas zum Stück weit, aber auch wieder. Das darf man auch nicht ganz vergessen. Haben wir es mit einem Sandboden zu tun, ist das sowieso kein großes Problem. Da wird man nie länger Spuren hinterlassen. Und wer ein bisschen Zeit hat und ein bisschen abwarten möchte, was für eine Beobachtung und Beurteilung des Waldes dringend erforderlich ist. Man kann im Wald nicht hingehen und sich den Jetzt-Zustand angucken und sagen, das ist ja grauenvoll, das wird ja nie wieder werden. Der Wald ist dynamisch. Der Wald ist immer ein Prozess. Und im Wald ist eine Momentaufnahme immer nur dann relevant, wenn sie regelmäßig wiederholt wird, damit ein langfristiges Bild entsteht. Und daher kann ich wirklich nur empfehlen, bevor man gleich rumschimpft, furchtbarer Schaden am Wald angerichtet worden, auch wenn es im ersten Moment so aussieht, einfach mal ein Jahr später nochmal wiederkommen.
Ja, und dann vielleicht noch mal ein Jahr später wiederkommen. Und spätestens nach 2 Jahren wird dieser furchtbare Schaden kaum bis gar nicht mehr sichtbar sein oder zumindest viel weniger furchtbar ausschauen. Und dann kann man an diesem Zeitpunkt noch mal drüber nachdenken, ob das wirklich so furchtbar schlimm gewesen ist, was da gerade angerichtet wurde. Holzernte sieht immer in dem Moment schlimm aus, kurz nachdem sie stattgefunden hat. 1-2 Jahre später muss man schon wissen, dass sie stattgefunden hat in vielen Fällen. 5 Jahre später sieht das niemand mehr, der sich nicht wirklich ganz genau damit auskennt. Ja? Bei guter Mischwaldbewirtschaftung. In Naturschutzgebieten mit dichter Flora und Fauna sowieso. Da ist das dann erst recht der Fall, dass sowas recht schnell wieder zuwächst. Ja? Ausnahme natürlich Naturschutzgebiete, die deswegen Naturschutzgebiete sind, weil es da eben nicht wächst. Ja, es gibt ja auch die miesesten Standorte Deutschlands, die gerade aufgrund ihrer Miesheit sozusagen so besonders schön und speziell sind und so wunderschönen Waldbildern, ziemlich krüppelige Märchenwaldbilder führen könnten. Und man weiß nie, hinter welchem Baum sich die Hexe versteckt, um Hänsel einzufangen oder so in diese Richtung. Ne? Nur das Pfefferkuchenhaus habe ich noch nie gefunden. Oder vielleicht doch, aber dann habe ich es schon aufgegessen und vergessen, wo es war. Also das so viel zu dazu. Jetzt möchte ich gar nicht in Schutz nehmen. Ich halte es auch für eine blöde Idee, forstwirtschaftliche Maßnahmen in Naturschutzgebieten durchzuführen. Ne? Das ist jetzt nochmal wichtig, damit wir das zum Schluss nochmal geklärt haben. Rechtlich ist es möglich, manchmal ist es notwendig zu Schutzzwecken, um eben dem Zweck des Naturschutzgebietes gerecht zu werden. Ob der Zweck dann so sinnvoll ist, das ist dann die nächste Frage. Generell möchte ich aber schon betonen, dass in jedem Naturschutzgebiet irgendwas drin ist, was von besonderer Eigenart und Schönheit ist und das erstmal erhaltenswert ist. Zumindest ist es insoweit erhaltenswert, dass es, wenn es verloren geht, weil es ausstirbt oder sonst wie, das nur dann tun sollte, wenn dies auch der natürlichen Entwicklung entspricht. Wenn wir der Grund sind, dass das, was da im Naturschutzgebiet drin ist, so selten geworden ist, und das ist fast immer so, dass wir dafür der Grund sind, dann finde ich, ist es auch unsere Aufgabe, diesem durch uns selten gewordenen Bestandteil der Natur einen kleinen Rückzugsraum zur Verfügung zu stellen, damit er zumindest die Möglichkeit hat, weiterhin gegen das Aussterben anzukämpfen, in diesem kleinen Rückzugsgebiet, was wir ihnen zur Verfügung stellen. Daher halte ich Naturschutzgebiete für eine ganz, ganz großartige Sache, trotz aller Kritik, auch in der bestehenden Art und Weise, einfach weil der Nutzen erheblich größer ist als, ja, sagen wir mal, der potenzielle Nicht-Nutzen. Schaden kann man nun wirklich beim besten Willen nicht sagen. Schaden tut ein Naturschutzgebiet höchstens dann, wenn man gerade da durchlaufen möchte und nicht vom Weg runter darf. Und da das nur individueller Schaden ist, mit dem jeder umgehen können sollte, meiner Meinung nach, und dann halt eben nun mal damit leben muss, dass man mit Nordrhein-Westfalen tatsächlich in dem Bundesland mit der mit Abstand höchsten Naturschutzgebietdichte lebt, zieht nach Bayern, da habt ihr keine Probleme. Zum Beispiel. Ja, oder nach Baden-Württemberg. Das sind so die Bundesländer, die relativ wenige Naturschutzgebiete aufweisen, beziehungsweise eine große Fläche davon, aber weil es große Bundesländer sind, nur einen geringen Anteil. Alles so um die 2%, 2 und ein bisschen und ein paar zerquetschte. NRW hat tatsächlich ganze 8%, und da es auch nicht ein so kleines Bundesland ist, ist das dann auch eine ziemlich riesige Fläche. Ja, das stimmt schon. Ich habe mich ja immer gegen das Argument gewehrt, dass NRW dann Sonderfall darstellt und die Naturschutzgebiete da echt schon nervig sind. Ja, aber sie sind halt ein Stück weit vielleicht auch notwendig. Und damit möchte ich jetzt abschließend, ja, man fragt sich dann doch immer, welche Viecher hier noch so unterwegs sind, ne? Damit möchte ich jetzt doch abschließend nochmal auf den Punkt kommen, was war es denn? Jetzt habe ich es vergessen. Da hat mich jetzt das Tier gestört. Das muss ich kurz überlegen. Genau, der Punkt, Naturschutzgebiete nützen nichts, weil da liegt trotzdem Müll rum. Das entspricht der Realität. Ja? Das entspricht in vielerlei Hinsicht der Realität, nicht nur mit dem offensichtlich sichtbaren Müll, den sieht ja jeder, da muss man auch nichts für können oder wissen, um als vernünftig denkender und halbwegs sympathischer Mensch festzustellen, dass der da nicht hingehört. Ja? Das ist klar. Aber auch in vielen anderen Bereichen bringt die Ausrufung oder Ausweisung eines Naturschutzgebietes nicht unbedingt eine Verbesserung für das, was da geschützt werden soll. Das klappt ganz oft nicht.
Nur gibt es auch keinen bekannten Fall, in dem die Ausrufung als Naturausweisung, das was der Fachbegriff, als Naturschutzgebiet dem Schutzzweck irgendwie geschadet hätte. Das kommt also auch eher sehr selten, beziehungsweise ja, das Beispiel ist dieser eine Eichenwald, ne, der langsam keine Verjüngung mehr produziert, weil keine Löcher mehr reingeschlagen werden. Ja, aber das ist ein ganz seltenes Ausnahmebeispiel und ob dann ein Buchenwald, der entsteht, wirklich eine Verschlechterung ist, da kann man sich auch streiten, weil das ja die natürliche Sukzession ist. Also zum Beispiel, wenn da irgendeine Art vom Aussterben geschützt werden sollte, dann und das Naturschutzgebiet, das man drumherum gemacht hat, hat nicht geholfen. Ja, dann ist sie immer noch vom Aussterben bedroht und sie ist vielleicht immer noch weniger geworden, aber es hat auch nicht geschadet, dass das jetzt ein Naturschutzgebiet ist. Die Dinger wären in vielen Fällen noch effizienter, wenn insbesondere das Betretungsverbot, tatsächlich daran scheitert es oft, intensiver durchgeführt werden würde. Wir erinnern uns relativ weit am Anfang dieses Beitrags, habe ich ja vom Battert erzählt, von den Wanderfalken, die da regelmäßig gestört werden und dadurch keine Bruten groß kriegen. Tatsächlich liegt die Vermehrungsrate für das letzte Jahrzehnt bei 0,7. Das bedeutet einen Rückgang. Die müsste mindestens bei 1 sein, damit sich das Ganze erhält. Und nach Möglichkeit bei 5 für eine dringend notwendige Zunahme der Wanderfaltendichte in der Region. Aber 0,7 heißt ein leichter Rückgang, ist klar. Ne? Und das ist wirklich auf Störungen zurückzuführen. Und das ist auch ein großer Knackpunkt, weil selbst wenn du ein Naturschutzgebiet dran schreibst, nehmen wir an, ich würde hier in einem sitzen. Niemand, selbst wenn ich hier hocke und quatsche, die Chance, dass hier irgendwann mal irgendwer vorbeikommt, der überhaupt registriert, dass ich hier sitze, ist schon sehr, sehr gering. Dass dieser jemand dann auch das Gefühl hat, mich deswegen anzeigen zu müssen und das Ordnungsamt herbeizurufen, dass das hier jetzt aufkreuzt und so weiter und so fort, das ist nochmal erheblich geringer. Ja, und dass hier tatsächlich Patrouillen vom Ordnungsamt oder gar von der Naturschutzbehörde oder sonst was durchlatschen, das kannst du vergessen. Davon abgesehen, dass die sich damit wirklich auch in Gefahr bringen würden, weil das sind keine ausgebildeten Ninja-Warriors, sondern Beamte. Und ne, also abgesehen vom Soldat, der ja auch irgendwie sowas Ähnliches wie ein Beamter ist, oder der Polizei, die selbstverständlich auch Beamte sind, sind Beamte nicht unbedingt besonders professionelle Nahkämpfer. Und mitten im Walde jemanden, der da möglicherweise noch mit Bushcraft-Messer unterwegs ist, darauf anzusprechen, dass er da doch bitte nicht zu sein hat, das kann unter Umständen gar nicht mal so ungefährlich sein oder erfordert zumindest ein gewisses Maß an Mut, wenn dieser jemand dazu noch Tarnklamotten trägt und was weiß ich was von der politischen Gesinnung zumindest angehören könnte. Ich weiß, in den meisten Fällen ist es bei uns nicht so, das wissen wir, aber das weiß nicht unbedingt derjenige, der da versucht, uns zu verknacken, weil wir mitten im Naturschutzgebiet hocken und mit einem kleinen schwarzen Kasten diskutieren. Zum Beispiel. Ne? Aber wie gesagt, ich hocke hier nicht im Naturschutzgebiet. Das ist ein stinknormaler Autonomalverbraucherwald. Ein sehr schöner, aber ein ganz normaler. Daher alles legal, kein Thema. Nur, ja, das kommt halt auch immer noch erschwerend dazu und eben der ganze Personalabbau bei den Behörden. Jetzt kann man irgendwo sagen, das ist ja auch was Gutes, weil die ganzen Behörden müssen wir ja auch alle bezahlen mit Steuergeldern. Wo soll man dann Behörden wieder aufstocken? Ist es im Naturschutz notwendig? Ist es im Naturschutz sinnvoll? Wenn es gemacht werden würde, wäre der Schrei sehr laut, dass das doch völliger Unsinn ist. Wenn es nicht gemacht wird, ist der Schrei sehr laut, dass Naturschutzgebiete doch nichts bringen, weil da keine Sau kontrolliert. Und in jedem Fall wird es sehr viel Geschrei geben. Daher eine sinnvolle, praktikable Lösung. Ich kenne sie nicht, die Politik offensichtlich auch nicht. Gesunder Menschenverstand, auf den zu vertrauen, hat sich in den letzten Jahrtausenden nicht unbedingt immer als besonders wirksam erwiesen, wenn man sich anguckt, wie oft wir uns schon in der Geschichte die Schädel eingeschlagen haben, ohne dass das unbedingt notwendig gewesen wäre. Lassen wir das also mal dahingestellt sein. Ja, ich habe keine Ahnung für eine praktikable Lösung. Da bin ich jetzt mit meiner Weisheit zu Ende. Vielleicht muss da mein Bart noch weiser werden, damit... Vielleicht fällt mir dann irgendwann was ein. Ich teile es euch mit, sobald es der Fall sein sollte. Ansonsten, ja, Grüße an das Reh. Tschüss, Reh. Grüße an euch. Und bis zum nächsten Mal. Macht es gut und tschüss.